Und ich sage hallo und ein ganz, ganz herzliches Willkommen zurück zu einem neuen Part The Secret World. Ja, schön, dass du wieder da bist. Wir sind hier noch Blitzableiter am kaputt machen. Und ja, wir haben jetzt hier 3 von 4. Das heißt, einer noch. Das sollte selbst ich schaffen. Und dann nehmen wir den hier vorne. Dann abholen wir nicht mal die blöden Spinnen da. So. Einwandfrei. Soll ich eine Spule mit Kupferdraht mitnehmen? Ja, das mache ich doch glatt. Bin ich doch gar nicht so. Ja, ah ja, die Spinnen haben wir hier schon kaputt gemacht. So. Den Draht mit dem Druckluftschalter verwenden. Ach Mann, ey. Jetzt muss ich wieder in die blöden Gebäude, ne? Glaube ich. Das ist doch doof. Wo war denn das? Zack. Wow. Da ist einmal. Guck mal. Komme ich da von hier irgendwie hochgehuppelt? Nee, natürlich nicht. Wäre ja auch zu schön. Und zu einfach, ne? Dann gehe ich halt hier über die Brücke. Mir doch egal. Ja. Natürlich, die Spinnen wieder gepult. Ja, kommt her hier. Lästige Mistviecher. Elende. Ja. Jetzt muss ich aufpassen. Ah, die Pilze sind echt so geil. Jetzt muss ich nur aufpassen, dass ich hier nicht auch noch... Ich patrouillierte hier nicht so ein blödes Schneckending. Das habe ich nämlich im letzten Part auf alle Fälle gepult. Das weiß ich. Ah, Mann, jetzt geh weg. Stirb und lass mich in Ruhe. Nee, ich komme da nicht noch weiterhin. Das kannst du echt vergessen. Jetzt reicht's langsam. Ich sollte vielleicht mal hier... Gut. Ja, jetzt müssen wir die beiden da auch noch, ne? Ja, die muss ich auf alle Fälle zerstören. Da führt kein Weg dran vorbei. Ja, ich stürze mich da jetzt einfach rein, ob ich da volle HP habe oder nicht. Ne? Ich bin einfach mal guter Dinge, dass alles gut wird. Ich habe hier noch ein bisschen was, was ich für meine Gesundheit tun kann. Und dann muss das einfach auch reichen. Ey. Oh Mann, ey. Ja. So. Es hat dann zu langen hier. Aber ich kann mich auch erinnern, als ich hier mit... Als ich hier mit Dalin questen war und so das, das erste Mal einfach ja dann auch in dem Gebiet und so das erste Mal die Missionen gemacht habe, war das irgendwie schwieriger. Also ich weiß nicht. Nein. Ja, der tut mir nichts. Und die muss ich. Ja. Ja, Mensch, dann habe ich aber auch wirklich nur das Nötigste gemacht, ne? An Mobs hier jetzt, ne? Ja, schaut nix. Es ist nicht so schlimm. Ich bin da nicht so böse drum. Ah je. Okay. Aber ein Feuerwerk habe ich jetzt hier nicht gesehen, was das kleine Mädel erzählt hat. Obwohl, die Pilze sind natürlich schon bunt, ne? So, dann machen wir mal den Druckluftschalter. Die automatischen elektrischen Unterbrecher deaktivieren. Ja, mache ich auch. So. Automatische Elektronik, ja, ja. Genau, das ist mein Plan. Warnung, die Deaktivierung des elektrischen Notfallmechanismus kann bei Umleitung der Energiestromschlüssel verursachen. Vorgang fortsetzen. Ja, bitte. Sehr gut. Das Umspannwerk Kontrollterminal nutzen, um die Transformatoren zu überlasten. Ha! Schwere Worte. Energie umleiten. Warnung. Elektrische Unterbrecher sind derzeit deaktiviert. Die Umleitung der Energie führt zur Überlastung der Transformatoren. Ja. Eine elektrifizierte Überwucherung töten, während sie geschwächt ist. Bist du jetzt hier geschwächt?
Hallo. Ich soll dich töten irgendwie. Während du geschwächt bist. Wurde mir soeben aufgetragen. Und das mache ich dann auch. Ich nehme hier meine Aufträge sehr, sehr ernst. Ihr könnt ja mal, also das kannst du gerne mal versuchen, wenn du, wenn du das noch nicht gemacht hast hier, das geschwächt hast, gönn dir den Spaß mal und schnapp dir so ein Vieh. Also die sind ja wirklich sowas von hartnäckig, ne? Also die gehen schon kaputt, aber die sind schon echt mühsamst, ey. Das macht dann keinen Spaß. So. Ja, den machen wir jetzt hier auch noch kaputt, den aufgeladenen natürlich. Also die müssen schon geschwächt sein, die Viecher. Und vor allen Dingen, probier das mal ruhig, ungeschwächt und dann auf die Zeit. Du hast ja eine Zeitvorgabe da. Das ist alles andere wie schön. So. Ich will mich nur eben ein bisschen zur Seite stellen, damit ich hier den Bericht in Ruhe senden kann. Hallo? So. Hier ist doch ein Weg. Ein Weg ist immer gut. Zack. So. Hervorragend. Sie wissen, wie man mit Stromkreisen umgeht. Wenn meine Kaffeemaschine das nächste Mal den Geist aufgibt, rufe ich Sie definitiv an. Helfen Sie mir zu verstehen, was wir da draußen erreicht haben. Was kümmern uns über große Pilze? Ich dachte, ich hätte mich klar ausgedrückt. Oberste Priorität haben für uns die Vampire und ihr nervtötender Kreuzzug. Ich kann nur hoffen, dass sie multitaskingfähig sind und dabei auf lange Sicht etwas für uns herausspringt. Ganz bestimmt, Kirsten. Ganz bestimmt, Kirsten. Ja, wo möchte ich denn jetzt als nächstes hin eigentlich? Meistens hat man ja so findet man immer solche Nebenmissionen, die einen dann entweder zum Quest-Hub zurück oder zum nächsten Quest-Hub hinführen. Das fehlt jetzt hier. Und aber wir hatten in langsam, ne? Erst denken, dann sprechen. Ich hatte in dem Roma-Lager noch genug Missionen zu erledigen. Deswegen gehe ich da jetzt hin. Das gucke ich mal. Was ist das denn Cooles? Guck mal. Kann jemand von euch das verstehen? Aika irgendwas, Somnul. Da ist ein kleines Mädchen. Mit Kerzen an und so. Ein kleiner Schrein sozusagen. Ja, ja. Hallo. Hallo. Ach so, da fällt mir mal ein hier. Was ist denn eigentlich, was sind denn das hier eigentlich für Missionen? Der Mann mit der Silberzunge. Der angeblich größte Vampirjäger der Roma, Mircea Mirga, soll ein Dampir gewesen sein. Das Resultat der Vereinigung zwischen Vampir und Mensch. Man erzählt sich, dass Mircea die Zungenprothese aus geweihtem Silber hatte, die ein Schlaflied singen konnte, das Vampire zum Schlafen in ihre Grüfte zurückschickte. Vielleicht hat diese Silberzunge immer noch Macht. Laut der Legende liegt irgendwas in einem anonymen Grab auf dem Friedhof. Ach, das haben wir schon gesehen, ja. Die Orochi Group hat eine Menge Waffen herumliegen lassen. Asche zu Asche. Ein Vampir mordet sich durch den Wald. Ach, das ist ja richtig viel, ne? Also was wir hier einfach noch offen haben. Na gut. Jetzt muss ich mal einen Blick auf meine Uhr werfen und mal gucken. Haben wir denn noch Zeit, jetzt hier was Größeres anzufangen? Nee, natürlich auch nicht. Dann würde ich sagen, machen wir tatsächlich jetzt hier einen Break. Also ich pausiere jetzt hier den Spaß und wir haben dann einfach eine etwas kürzere Folge mal wieder. Es ist halt manchmal so, aber es lohnt sich jetzt auch nicht, dann noch eine andere von den größeren Missionen anzufangen. Das machen wir dann erst im nächsten Part. Ich danke dir jetzt auf alle Fälle sehr fürs Zuschauen. Freue mich, dass du dabei gewesen bist. Würde mich freuen, wenn du nächstes Mal auch wieder einschaltest und sag bis dahin. Ciao, ciao.